Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ab heute gibt es wieder ein neues Halloween-Event. Das findet vom 24. Oktober bis zum 1. November statt. Da könnt ihr jetzt nämlich auf dem Hauptplatz immer diese Halloween-Eimer sammeln. Schaut mal, ob ihr die schon finden könnt. Ich habe jetzt zum Beispiel zwei von diesen dunklen Eimern hier. Insgesamt sind es jetzt vier. Genau. Da kriegt ihr nämlich Süßigkeiten. Hier hinten habe ich nochmal einen grünen. Also ich habe jetzt nicht mehr als vier gefunden. Das Event gab es nämlich auch schon letztes Jahr. Und damit könnt ihr dann bestimmte Dreamlight-Aufgaben machen. Ich zeige euch gleich mal, wo. Es gibt leider nur einen Haken. Ich glaube, hier hinten hatte ich noch einen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alle vier finde. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr mehr als vier gefunden habt. Zack, ich hatte jetzt zwei blaue, zwei grüne. Genau, schauen wir mal. Wie gesagt, einmal am Tag am Hauptplatz könnt ihr die einsammeln. So, ich glaube, wo war noch einer? Ich glaube, hinter dem Haus hat sich noch einer versteckt. Wie gesagt, wundert euch nicht, dass der Hauptplatz so leer ist. Es wird gerade gebaut. Ich bin gerade in der Umbauphase. Es sieht wirklich schrecklich aus, aber passt ja zu Halloween. Genau, zwei grüne Eimer. Die Süßigkeiten kann ich nicht sammeln. Erstmal mal hier Knoblauch. Genau, mit diesen Süßigkeiten könnt ihr dann bei den Dreamlight-Aufgaben gucken. Geht auf Dorf. Und dort findet ihr dann Halloween-Aufgaben. Ich habe diese Halloween-Aufgaben alle schon letztes Jahr gemacht. Ich habe zum Beispiel hier noch ein paar Ostereier-Aufgaben zum Beispiel noch offen. Wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder gehen. Schade ist halt, die Leute, die ja schon letztes Jahr eingefordert haben, kriegen halt keine neuen Aufgaben. Es gibt auch keine neuen Belohnungen. Es ist halt wirklich derselbe Kram vom letzten Jahr. Was ein bisschen schade ist. Aber für die Leute, die jetzt erst neu angefangen haben oder noch nicht letztes Halloween gespielt haben, die können dann diese Dorf-Dreamlight-Aufgaben damit machen. Und können dann Belohnungen freischalten. Zum Beispiel Leuchtkürbisse. Ich glaube, es waren wirklich nur Leuchtkürbisse, soweit ich weiß. Ich zeige es euch eben mal. Ich habe ein paar im vergessenen Land. Ich glaube, mehr war es gar nicht. Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ja, ist halt, wie gesagt, schade. Ist der bittere Beigeschmack, dass halt wirklich alteingesessene Spieler wieder nichts bekommen. Oder nichts. Das heißt, wieder leider nichts kriegen. Hier, der Kürbis müsste das gewesen sein. Den bekommt hier. Den bekommt so Mickey-Kürbis. Genau, die leuchten auch. Sind sehr, sehr cool auf jeden Fall. Vor allem jetzt zu der Zeit. Ich könnte schön damit dekorieren. Ich glaube, mehr war es dann aber auch gar nicht. Aber wie gesagt, schade, halt die alten Hasen nichts bekommen. Das hätte mich natürlich sehr gefreut. Ne? Ist halt wieder ein bisschen faul von den Entwicklern leider. Ne? Zumindest ein, zwei Belohnungen hätten sie jetzt nochmal machen können und zwei Aufgaben. Weil was sollen wir jetzt großartig mit den Eimern machen? Ne? Jetzt haben wir zwar Süßigkeiten, ne? Eine lilafarbene Süßigkeit. Ich glaube, damit können wir halt ein bisschen Zuckerweg herstellen oder so. Ne? Aber wie gesagt, für die neuen Leute macht das auf jeden Fall. Ist sehr, sehr cool. Bis zum 1. November habt ihr dafür Zeit. Es sollten jetzt jeden Tag vier Eimer sein auf dem Hauptplatz. Also mehr habe ich jetzt auch nicht gefunden. Zwei grüne, zwei blaue. Schaut da gerne mal nach. Da wünsche ich euch viel, viel Spaß auch mit den Belohnungen und beim Sammeln. Lasst gerne ein Abo und Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Danke, danke, danke schön. Und da wünsche ich euch schon mal frohes Halloween. Und ja, schaut gerne beim nächsten Video oder auf Stream rein. Und bis dahin, ciao, ciao.